Superbiene, rett die Welt! Bist du meine Mama? Bist du meine Mama? Hallöchen und willkommen zu Lycopa verwandelt sich! Ich bin Lycopa und wir verwandeln uns heute. Wir sind heute wieder im Freibad und haben die Mod dabei, mit der wir uns in jeden Mob verwandeln können. Als Wither Köpfe schießen, als Schneemann Schneebälle werfen, als Biene leben und fliegen mit einem Stachel oder als Bewohner nix. Ohne Mist, diese Mod muss man einfach haben. Demnach, wir sind im Freibad, haben wieder unseren Parcours mit 7 Hindernissen. Ganz kurz, als erstes über ein Block hüpfen, dann über 2, danach unter Stufen krabbeln. Hindernis 4, durch eine Tür. Hürde 5, ein Schaf nur mit Fähigkeiten besiegen. In der letzten Folge haben wir das Schaf gegrapscht und es vom Dach herunter geworfen. Danach dürfen wir keinen Fallschaden bekommen, in Lava schwimmen, überleben und zum Schluss die gefährliche Wasserrutsche, wo wir unter Wasser atmen müssen. Jedes Hindernis gibt einen Punkt. Hier habe ich wieder eine Tabelle für heute gemacht. Es gibt Bonuspunkte, wenn man viele Herzen hat. Welcher Mob wird der beste sein? Dieses Mal bekommt der Gewinner einen Trinkhelm. Damit kann man viel schneller in Minecraft trinken. Den muss man einfach haben. Nice. Wir können uns in jeden verwandeln. Demnach kann der Wettbewerb beginnen. Okay, als erstes haben wir den Schneemann ausgewählt und direkt verwandelt. Und schon sind wir zum lebendigen Schnee geworden. Awesome. Hier, das ist so gut. Aber schade, dass wir keinen Schnee hinter uns herziehen. Echt cool. Als Schneemann können wir natürlich Schneebälle werfen. Wir sind ein Schneemann im Freibad. Sekunde mal, wir sind der Eismann. Hast du ein Eis bestellt? Oder du? Hier, Schneeball ins Gesicht. Schneeball ins Gesicht. Hey, kleiner Bewohner, der Eismann ist da. Wie, du willst kein Eis? Hier, Schneeball ins Gesicht. Wieso rennst du denn weg? Bleib stehen, du Hund. Na los, na los, na los, hau rein, hau rein. Los, das musst du alles essen. Na los, na los, na los. Iss. Ach komm, ey, das ist doch... Oh, was habt ihr denn? Was habt ihr denn gegen Eis? Bitte was? Das Eis schmeckt dir nicht? Komm mal mit, mein Freund. Wir müssen mit deinen Eltern reden. Der hat ja gar keinen Respekt, der Typ. Ich werde dich ins Wasser werfen, mein Freund. Nein! Ah, der kleine Bewohner hat mich ins Wasser geworfen. Herr Bademeister, ich schmelze. Ah, was ist denn heute los? Das ist alles deine Schuld. Schneeball ins Gesicht. Schneeball ins Gesicht. Eigentlich wollte ich den Parcours machen, aber es macht so einen Spaß mit der Mod. Spaß beiseite. Parcours als Schneemann. Los geht's. Als erstes über einen Block hüpfen. Als Schneemann kein Problem. Das gibt einen Punkt. Dann über 2 Blöcke. Das schaffen wir nicht. Leider können wir keine Schneeblöcke produzieren. Sonst könnten wir uns vielleicht hochbauen, aber das funktioniert nicht. Leider nein. Blödes Hindernis. Schneeball ins Gesicht. Dann die Stufen der Hölle. Okay, Schneebälle können wir drunter durchwerfen. Wir passen aber nicht drunter. Unbezwingbar. Ah, oh, komm schon. Das ist auch doof. Stufen. Wer hat diesen Blödsinn erfunden? Braucht kein Mensch. Schneeball ins Gesicht. Dann die Tür passen wir mit unserem Dickschädel durch den Gang. Gar kein Thema, gar kein Problem. Eiskalt haben wir das geschafft. Easy Snack. Hürde 5, das Schaf. Hey Schaf, wir sind doch Freunde. Wir bestehen beide aus weißem Block. Wollen wir Freunde sein? Was? Wie, nö. Was soll das denn bedeuten? Du willst nicht mein Freund sein? Sowas verletzt mich. Wieso bist du so kalt zu mir? Du hast mein Herz gebrochen. Jetzt muss ich dich brechen. Schneeball ins Gesicht. Mit Schneebällen können wir keine Mobs besiegen, egal wie viele wir davon werfen. Das gibt keinen Punkt. Dann als nächstes haben wir Fallschaden. Jetzt geht's ab. Klettern wir hier auf den Turm. Da sind wir schon. Anlauf, springen runter und leise rieselt der Schnee. Ah, das tat weh. Jetzt sind wir nur noch Schneematsch. Blödes Hindernis. Schneeball ins Gesicht. Es wird nicht langweilig. Hürde 7, Lava. Wer zur Hölle würde als Schneemann in Lava springen? Das können wir doch nicht machen. Das können wir doch nicht bringen. Nein, der Bewohner hat mich in die Lava geschubst. Diese miese Ratte. Bewohner, ist das dein Ernst? Das ist doch... Was habe ich dir getan? Das ist doch unglaublich. Oh, hier, Schneeball ins Gesicht. Andere in die Lava werfen. Das würde ich niemals tun. Schnee schmilzt in Lava. Wer hätte das gedacht? Was lernen wir als nächstes? Brot kann man essen oder was? Doofes Hindernis. Schneeball ins Gesicht. Und die Rutsche dürfen wir nicht vergessen. Als Schneemann haben wir keinen Spaß. Wir bekommen Schaden und schmelzen. Da helfen keine Schwimmflügel. Auch dafür bekommen wir keinen Punkt. Schneeball ins Gesicht. Demnach hier die Tabelle. Als Schneemann haben wir 2 Herzen. Das gibt keinen Punkt. Aber ein Noob-Bonus fürs Schneebälle werfen. Damit bekommen wir als Schneemann 3 Punkte.
Hilfe. Wird er damit der beste Mob sein? Das wird sich zeigen. Bitte was? Ihr habt noch keinen Daumen nach oben gegeben? Schneeball ins Gesicht. Dann als nächstes haben wir die Biene. Am besten nehmen wir direkt die kleine Variante. Direkt ausgewählt und verwandelt. Oh yeah. Junge, so niedlich. Wir können als kleine Biene leben. Die Biene ist wie ich. Gelb, kleiner Stachel. Was? So gut. Wir können richtig fliegen. Wir sind eine kleine Biene. Bitte was? Du hast nicht Lycopa abonniert? Da muss ich dich leider ins Wasser werfen. Ha, viel Spaß, mein Freund. Hey, Bewohner, gib mir all deine Smaragde oder ich werde dich vergiften. Lol. Da hinten ist ein Bienenstock im Schwimmbad. Meine Freunde, meine Familie, Hallöchen. Boris, Willi, Bernd, ich bin wieder da. Habt ihr mich vermisst? Jetzt mach die Tür auf. Ich will auch ins Haus. Ich will auch in den Bienenstock. Jetzt mach die Tür auf. Ah, nein, sie greifen uns an. Wieso mobben die mich? Ich bin eine kleine Biene. Ich bin einer von euch. Ey, das gibt's doch nicht. Wenn die uns nicht reinlassen, dann machen wir deren Haus kaputt. So sieht's aus. Haha. Lecker. Was? Was willst du denn hier? Das ist mein Essen und nicht deins. Hau ab. So gut. Als Biene haben wir einen Stachel. Sollten wir andere Mitspieler oder Mobs angreifen, dann werden sie sogar vergiftet. Spaß beiseite. Wie viele Punkte bekommen wir als Biene? Los geht's. Als erstes die normalen Blöcke. Easy. Wir können fliegen. Auch das zweite Hindernis ist Kindergarten. Zwei Blöcke. Auch da düsen wir drüber. Dann die Stufen. Die Biene rockt. Als kleine Biene können wir drunter durchkriechen. Wie ein kleiner Popel rollen wir drunter durch. Das gibt einen Punkt. Dann die Tür. Einfach öffnen und durchfliegen. Wir als Biene können alles. Wir sind richtig overpowered. Okay, Schaf. Du zerstörst Gras. Darauf können keine Blumen mehr wachsen. Dafür müssen wir dich zerstören. Dafür werden wir dich pieksen. Haha, jetzt bist du vergiftet. Keine Sorge, der Schmerz ist gleich vorbei. Denn du bist besiegt. Haha, Punkt für die Biene. Herr Bewohner, hast du gesehen, wie ich meinen Stachel ausgefahren habe? Hey, komm zurück. Ich war gerade am Erzählen. Was ein Blödmann. Dann Fallschaden. Einfach hochfliegen. Da sind wir schon. Wie ein Stein fallen wir runter. Aber kein Problem. Wir sind Superbiene. Wir bekommen keinen Fallschaden, aber einen Punkt. Und die Lava nicht vergessen. Wollen wir wirklich diese kleine, niedliche Biene grillen? Das können wir doch nicht machen. Das können wir doch nicht bringen. Superbiene, rett die Welt. Was? Das Beste, die Wasserrutsche verkleidet als Biene. Schwimmen direkt runter, das macht Spaß. Flügel in die Luft. Unter Wasser können wir als Biene nicht atmen. Demnach hier die Tabelle. Die Biene hat 5 Herzen, dafür bekommen wir einen extra Punkt. Somit haben wir 7. Das ist echt nicht schlecht. Und wir sind erst am Anfang. Bewohner, hört uns zu. Das ist unser Freibad. Ich habe all meine Freunde mitgebracht, um euch zu verscheuchen. Bitte was? Natürlich habe ich Freunde. Als nächstes im Gepäck haben wir die Spinne. Nehmen wir direkt die Höhlenspinne. Die kann deutlich mehr. Die ist krasser. Ich bin eine Spinne. Richtig fies. Krabbeln wir herum. Wir können wie eine Spinne leben. Wäre cool, damit Minecraft durchzuspielen. Keine Angst, Bewohner. Es ist Tag. Nur schade, dass ich Tollwut habe. Ich bin wütend. Ich bin eine tollwütige Höhlenspinne. Muhaha. Yeah. Weißt du, mit wem du dich anlegst? Ich bin eine Spinne. Ich kann Netze schießen. Diese Fähigkeit ist mega gut. Wir können als Spinne eine Bahn aus Netzen erstellen. Wenn wir durchrennen, werden wir richtig schnell. Wir bekommen richtig viel Speed. Das geht richtig ab. Legen wir los. Wird die Spinne gewinnen? Als erstes normal über Blöcke. Wer das nicht schafft, ist ein Noob. Dann 2 Blöcke. Natürlich können wir als Spinne an Wänden hochklettern. Wie Spider-Man schaffen wir das mit links. Das geht richtig flott. Unsere Königsdisziplin. Unterstufen. Bewohner, schaut zu und lernt. Als Höhlenspinne passen wir locker unter den Stufen hindurch. Wir sind eine Höhlenspinne. Auch das funktioniert mit Leichtigkeit. Gar kein Thema. Als Spinne kommen wir natürlich durch Türen. Wenn ich meine Haustür aufmache, kommen so viele Spinnen rein. Das ist voll logisch. Nächstes Hindernis. Können wir das Schaf besiegen? Hey Schaf, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Wir sind Team Wolle. Ich kann Spinnennetze schießen, um andere Mitspieler aufzuhalten. Aus den Spinnennetzen bekommen wir Fäden. Und hier, aus Fäden, können wir
Wolle craften. Ist das nichts? Bitte was? Wie, wir sind keine Freunde? Na warte, mein Freund. Ich war immer nett zu dir. Wir sind doch ein Team. Leider können wir das Schaf nicht besiegen, nur schlagen. Das gibt keinen Punkt. Okay, Bewohner. Du musst dich entscheiden. Gib mir all deine Smaragde und ich werde dich retten. Du hast keine? Okay, dann kann ich dir leider nicht helfen. Dein Schicksal ist besiegelt. Adieu. Mach's gut, mein Freund. Guck mal, wie weit wir schießen können. Das ist ja mega awesome. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann Fallschaden. Kein Problem. Einfach hochklettern. Da sind wir schon. Kommen wir als Spinne Schaden. Anlauf nehmen. Runterspringen. Kein Herz verloren. Punkt für uns. Yeah. Was nicht bedeutet, dass ihr Spinnen im echten Leben irgendwo runterwerfen solltet. Dann Lava. Spinnen überleben alles. Oder auch nicht. Und die Rutsche. Nicht vergessen. Das Beste zum Schluss. Wie das aussieht. Hoffentlich bleiben wir nicht in der Rutsche stecken. Schnell, bevor der Bademeister uns aus dem Schwimmbad wirft. Leider können wir als Spinne nicht unter Wasser atmen. Aber das ist okay. Demnach hier die Tabelle. Die Spinne hat 6 Herzen. Dafür bekommen wir einen extra Punkt. Somit haben wir 6. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber die Biene ist besser. Leute, Bewohner und Hühnchen. Jetzt ist es soweit. Kommen wir zu einem Boss. Der Wither. Sollten wir den Wither besiegt haben, dann können wir uns sogar in diesen verwandeln. Mega overpowered. Egal welchen Platz er einnehmen wird, er ist auf jeden Fall der Sieger der Herzen. Guckt euch das doch mal an, diese Gesundheit. Wir können als Wither selbstverständlich fliegen und Wither-Köpfe durch die Gegend schießen, Leute verletzen und Blöcke zerstören. Wie immer gilt, aus großer Verantwortung folgt große Macht. Nach 2 Minuten wird uns übel und wir verwandeln uns zurück. Deswegen müssen wir uns beeilen. Wir können uns nur einmal in diesen verwandeln, dann müssen wir ihn nochmals besiegen. Was starren die mich so an? Habt ihr noch nie einen Wither im Freibad gesehen? Moment, man braucht eine Badehose? Das wusste ich nicht. Wie viele Punkte bekommt der Wither? Erst über normale Blöcke springen, gar kein Thema. Über 2 Blöcke, da können wir easy drüber fliegen. Auch dafür erhalten wir einen Punkt. Nächste Hürde, die Stufen. Ganz ehrlich, wieso sollten wir uns bücken, wenn wir die mit Wither-Köpfen zerstören können? Nicht so niemand wird uns aufhalten. Wer braucht schon eine Tür? Mit dem Wither können wir alle Türen vernichten. Tag der offenen Tür. Klopf, klopf. Wer ist da? Dein Untergang. Lol. Was ist das denn hier? Ein Schild? Bin nicht da. Liebe Grüße, das Schaf. Was? Das Schaf hat sich verdrückt? Sekunde mal. Wo ist es hin? Wo hat es sich versteckt? Aha. Da oben auf dem Dach. Schaf, du mieses Schwein. Das hast du nicht gewagt, mein Freund. Na warte. Wir können fliegen. Wither-Köpfe schießen und dich besiegen. Punkt für den Wither. Dann Fallschaden. Für uns als Wither kein Problem. Wir verlieren selbstverständlich keine Herzen. Die Lava, eine kleine Erfrischung für den Wither. Auch hier bekommen wir einfach gar keinen Schaden. Und die Rutsche, das Beste. Arme in die Luft. Hä? Moment, ich habe keine Arme. Es sieht einfach so bescheuert aus. Als Wither können wir nicht unter Wasser atmen. Wir bekommen keine Luft. Demnach hier die Tabelle. Der Wither hat ultra viele Herzen. Damit bekommen wir 2 extra Punkte und kommen somit auf 9. Hatten wir schon mal so viele Punkte in einer Folge? Ich denke nicht. Das ist fast perfekt. Da fehlt nur noch ein Punkt. Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Wir verwandeln uns in den besten Mob aller Zeiten. Die Baby-Schildkröte. Oh yeah. Die sieht irgendwie unsympathisch aus. Das passt zu mir. Oh, so niedlich. Guckt euch das an. Minecraft als Schildkröte durchspielen. Das wäre witzig. Wie sich die Flossen bewegen. Eine Schildkröte ist ultra langsam. So gut. Einfach einem Mitspieler heimlich eine knallen. Niemand wird uns aufhalten. Als Schildkröte sind wir ultra schnell im Wasser. Wir sind das schnellste Tier der Welt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin nicht so schnell. Hey Bewohner, willst du eine kleine Schildkröte adoptieren? Ich bin stubenrein. Ich habe diese Woche nur 3-mal Bewohner gebissen. Ja, ich weiß, heute ist Montag. Okay, los geht's mit dem Parcours. Wie viele Punkte bekommt die Schildkröte? Hürde 1, normaler Block, kein Problem. Punkt für uns. Dann 2 Blöcke, das wird schon schwieriger. Da kommen wir leider nicht hoch. Komm schon, du kleine Kröte. Spring, du packst das. Können wir uns nicht einfach durchbeißen? Ich will das essen. Nächstes Hindernis. Die Stufe, da kommen wir locker durchgeflutscht. Wir sind klein genug. Wir passen durch jedes Loch. Einfach durchrennen. Und auch die Tür einfach öffnen und durchkriechen. Der grüne Flitzer ist am Start, schnell wie der Wind. Als nächstes haben wir den Endgegner, das Schaf. Aber außer beißen können wir leider nichts. Schafe haben keine Chance. Ich bin Ninja Turtle. Karate, Karate. Wir werden mit jedem Wesen fertig. Und Fallschaden. Als ob eine Schildkröte Fallschaden bekommt.
Also einen Schaden habe ich, das hat zumindest meine Mama gesagt, aber ich bin Lukoba. Fallen tue ich niemals. Ich habe Fallschaden bekommen. Das kann nur ein Fehler gewesen sein. Das gibt einen Punkt. Als nächstes haben wir Lava. Schildkröten sind die besten Tiere. Die werden garantiert in der Lava überleben. Um das zu beweisen, habe ich Lara, die Lava-Schildkröte, dabei. Die macht das jetzt vor. Und zack. Oh. Lara? Lara! Hä? Wo ist sie hin? Sie ist verschwunden. Und die Rutsche, die Königsdisziplin für die Schildkröte. Das macht Spaß. Wie schnell wir sind. Sausen wir mit Höchstgeschwindigkeit die Rutsche runter und landen im Wasser. Eben schon gesehen. Als Schildkröte können wir unter Wasser atmen. Das gibt einen weiteren Punkt. Demnach hier die Tabelle. Die Schildkröte hat 14 Herzen, hart wie Stahl. Dafür bekommen wir 2 extra Punkte. Somit haben wir 7. Das ist nicht schlecht. Aber keine Chance gegen den Wither. So viel zur Kröte. Kommen wir zum gefährlichsten Mob aller Zeiten. Jeder kennt ihn. Jeder fürchtet ihn. Der Bewohner. Gefahr für jedes Inventar. Klein, gemein, mit seinen popelgrünen Augen. Der gemeine Hansi. Leben als Bewohner. Bist du meine Mama? Bist du meine Mama? Bist du meine Mama? Und dann kam wieder die gelbe Schildkröte und hat meine ganze Familie und das Dorf in die Luft gejagt. Das ist so gemein. Spaß beiseite. Als erstes ein normaler Block. Das wird der kleine Hansi natürlich schaffen. 2 Blöcke, da wird es eng. Das wird nix. Der kleine Hansi schafft es nicht. Auch die Stufen, keine Chance. Wir können uns nicht bücken, egal wie doll wir es probieren. Dann die Tür, die Königsdisziplin eines Bewohners. Öffnen und durchgehen. Viel mehr können die Bewohner ja nicht. Was? Nein, Hansi, lass das. Lass die Tür in Ruhe. Hör jetzt auf damit. Die hat dir nichts getan. Hansi, stopp, hör auf damit. Ich werf dir gleich einen Schneeball ins Gesicht. Hürde Nummer 5, das Schaf. Als Bewohner können wir das Schaf nicht besiegen, aber wir können sehen, welches Item wir in der Hand halten. Glück gehabt, Herr Schaf. Wir werden dir nicht wehtun. Dann als nächstes Fallschaden. Wird der kleine Hansi, ohne ein Herz zu verlieren, unten ankommen? Finden wir es heraus. Hansi ist mein Freund. Wer packt das? 1, 2, 3 und hepp. Hansi. Er hat Schaden bekommen. Wollen wir den kleinen Hansi wirklich in die Lava werfen? Nee, das geht echt nicht. TNT, Dorf wegsprengen, ist okay, aber keine Lava. Das ist gemein. Niemals würde ich sowas tun. So einer bin ich nicht. Ja. Und als Belohnung darf der Zwerg noch die Rutsche runter. Yeah, Hände in die Luft. Hat er überhaupt Hände? Geht der Bewohner mit Klamotten ins Freibad? Dafür sollten wir ihm 3 Punkte abziehen, ganz ehrlich. Natürlich bekommt der Bewohner im Wasser keine Luft. Es wäre zu wahr, um schön zu sein. Dafür erhalten wir keinen Punkt. Demnach die Tabelle. Der Bewohner hat 9 Herzen. Dafür bekommen wir 2 extra Punkte. Somit hat er insgesamt 4. Der Bewohner kann ja gar nichts. Damit ist der Gewinner für die dritte Folge natürlich der Wither. Er bekommt den Trinkhelm. Viel Spaß. Leider sieht man es nicht, aber er trägt ihn. Nice. Hat der Wither wirklich gewonnen? Der ist zu dritt. Das ist doch unfair. Die letzte Folge, wo wir als Hexe Tränke geworfen und als Lama gespuckt haben, findet ihr auf dem Bildschirm. Einfach klicken. Ich freue mich auf die nächste Folge. Das war die dritte Folge von Lukoba verwandelt sich. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Das war der Koppa. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und Hallöchen.